Und hi Leute, hier willkommen zu einer neuen Episode. Ich bin wieder mal Critten und willkommen zu Part 3. Ja, jedenfalls, es geht eine Menge ab. Ich habe auch schon hier das Haus gebaut und dafür. Und auch die Zoologistin da. Und sie hat uns auch noch diese Katze gegeben. Jedenfalls, warum ich das direkt jetzt gemacht habe. Wir bekommen Gesellschaft. Also, auch von Chutulu. Na gut, ich habe hier schon. Auf Screen habe ich geguckt, kriege ich das mit einem Eater of Worlds hin und das habe ich hingekriegt. Das müsste eigentlich gehen, ich meine, wir haben Sternwut, wir haben einen guten Bogen und wir haben. Warte. Ich gucke nur ganz schnell. Granaten sind im Pre-Hub-Mode echt stark. Und das mit diesem Ding leiten, zeige ich euch gleich. Komm schon, böse Präsenz. Und? Am Boden halten, da kommen die Granaten auch an. Ah. Schon da richtig das Mana-Ding. Geht bisher. Ist mir aufgefallen, ich habe voll Leben. Zweite Phase. Gut, dass wir nicht im Expert-Mode sind, weil die zweite Phase ist nervig. Oh mein Gott, jetzt wird es richtig intensiv, Baby. Oh mein Gott. Ah, das war's. Ja. Und außerdem, das im Hintergrund ist es ein Sturm. Gewitter. Ich finde einfach nur. Oh. Wenn man einfach sieht, wie es. Ich wünsche, es würden aber auch wirklich Blitze einschlagen. Bisher habe ich sie nicht gesehen, was ich war. Das halt. Aber trotzdem ist es echt nice. Das verderbt das auch. So unheiliges Wasser. Ja, aber das war's. Das war auch gut. The mother's angry and wishes to burn away the fifth filth by raining destructive power on our treetops. Dankeschön für diese. Oh, warte. Und Dschungelteilen. Verkehrst du eigentlich noch irgendwas Gutes? Brauche ich noch Gras, wenn dann habe ich Büsche bei mir. Wir sind ein Rückstarter, dann können wir wirklich sein. Ah, scheiße, ich habe einen Spiegel.
Ja, das ist genug. Ich bin dumm. Was kann man... Was ist Gras da drin? Ah. Eben diesen Werkbank und Ektomist. Ektomist bekommt man, wenn man irgendwie einen Haufen Grabstein platziert. Und daraus dann ein... Hier... Gegner wird. Hier, diese... Friedhof, hier, das Friedhof-Ding. Das ist gut genug. So, jetzt aber. Grenades! Wir haben die ganzen Teile, die hier rumliegen. Oh, ich hab da keine mehr. Will? Gerade eben war doch schon ein Zweifel da. Oh, ich habe sogar die Trophäe davon bekommen. Und die haben Glück von diesem Schuppen, also. Sind da noch irgendwelche unten? Nö, das wär's. Trophäe kommt. Du magst ja Golfbälle. Hier hast du einen großen Matschigen. Warte, warte, warte. Ja! Yeah. Ich vernehme das. Tja. 12 Fahrräder. Warum wär's nicht das Man-Eater? Weinrebe Nummer 1. Oh, warte, ich hab... I have bombs. Rebe. Oh mein. Dunkelschleier ist heute ein sehr unbeliebter Kandidat. Ja. Gut. Nice. Der nächste Boss müsste ja Queen Bee sein, aber ehrlich gesagt hier. Wir könnten dann nochmal King Slime, aber ich guck mal im Video, ich werde es dann vorbereiten und dann. Ja. Ich möchte
denke, der wäre dann Piece of Cake. Also das ist... Oh Mann, ich denke... Der Dschungel ist einfach irgendwie so ein... This was a close call, even though I don't need to be here anymore. Yeah. Oh, whoa, whoa, nein, nein. Los? Ganz vorsichtig zu dieser Truhe. Ganz slow and steady. Blöde Clown. Oh, das ist ein Bienenstock. Oh mein Gott, ich hab... Richtig, ich bin fast tot. Na guck mal, ich habe 55 von 400 Leben. Ich glaube, ich sollte warten, bis ich mich wieder regeneriere und dann... Und dann geht es ein bisschen schneller. Und da geht das. Gut. Genau, Untergrund hier. Gimmeltrack ist aber auch nicht schlecht. I'm going to regret this. Oh man. Sorry, Wien, aber wir sind fertig. Oder sind wir das? Oh nein. Naja. Sie ist wirklich nicht fertig, sie ist wirklich nicht fertig, sie ist wirklich nicht fertig. Oh nein, sie ist böse, dass wir nicht in ihrem Biom sind. Zerstört vom Bienenkönigin. Sorry, anscheinend bin ich einfach etwas dumm. Ah, jetzt sieht man das richtig mit diesen Lizard-Ohren.
So. Jetzt hätten wir schon mal... Snapthorn. Ich würde es schon nice an. Das kann man eigentlich sonst aus Weinreben machen. Ach ne, der Dschungel, der so groß ist. Das Geräusch finde ich so nice. Naja, wir sehen uns da mal. Ich denke, das wäre für diese Episode, ist wahrscheinlich schon viel zu lang und ich muss wahrscheinlich wieder eine 40-Minuten-Episode machen. Aber das war's. Das war Küten. Und sagen wir mal so, mir fällt jetzt irgendwie kein Witz ein, um es dann das einfach am Ende zu beenden. Das ist echt hier. Ich mache einfach Badumze und wir sind raus.